Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Hamilton, Rosberg und Daniel Ricciardo. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Jetzt
Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter.
Fantastisch. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nach dieser tollen Leistung hat es an der Spitze einen Führungswechsel gegeben. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Red Bull hat seine Führung in der Weltmeisterschaft ausgebaut. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen.